wer da wirklich und wer nicht wirklich ist. You're not real! You're not real! Get away from me, Phantom! Shoot! Scram! Beruhig dich, ich will dir nicht wehtun. Spitze! Noch ein Verrückter! Don't you talk down to me, Phantom. At least I know I'm real. See? See, Higgins? This is why you must always boil your sprats before ingesting. Ich bin kein Hirngespinst. Nun, mal halblang, sag mir lieber, was mit dir los ist. Du isst Sprats? Of course. Sprats are an excellent source for my daily recommended intake of mercury. Chester D. Higgins. The D stands for definitely not insane. I use it as a reminder. Was ist eigentlich deine Aufgabe? Oh, Higgins has been many things over the years. Sprat Wrangler, Saltuna Critic, Aetherwave Personality, Chairman of the Board, Galactic Defender, Sisty Pig Tycoon. I've come a long way for someone who started off as a simple engineer right here in this plant. Du warst ein Ingenieur? I specialized in automechanicals, drones, sentries. Repaired them, maintained, upgraded, did it all from my old workroom just over in the next section. Oh Gott. Wenn du mit diesen Robotereinheiten gearbeitet hast, weißt du sicher, wie man sie aufhalten kann. Gut, gut. War das bevor oder nachdem du zum zügsten Schweinmagnaten wurdest? Wie hast du hier so lange überlebt? Dieser Ort sieht so aus, als wäre er schon vor langer Zeit verlassen worden. Was ist passiert? Gut, gut. War das bevor oder nachdem du zum zügsten Schweinmagnaten wurdest? Oh, before. Definitely before. Sisty Pig Tycoonery was the apex of my long and storied career. Wenn du mit diesen Robotereinheiten gearbeitet hast, weißt du sicher, wie man sie aufhalten kann. Look, I don't want to fall into any trouble with the mechanicals. If they wise up to our plans, they will come for us. With prodding irons. Mit den Robotereinheiten kann ich schon umgehen. Schließlich bin ich bis hierher gekommen, oder? Einschüchtern 15. Oder du hilfst mir und ich verfüttere dich nicht an die Spretz. Du hast die Wahl. Ironic deaths are the worst. You made your point. I'll help you. I discovered a flaw. Their hostility levels were hardwired to maximum. There's no changing that, but you could rewrite their targeting protocol so they attack each other instead. Technik 10. Die Robotereinheiten folgen den Befehlen ihres Logikmoduls. Jemand hat sich dran vergriffen. Yes, that's exactly it. I see you're also versed in the noble art of mechanical engineering. There's a behavior control terminal in the other room. It should have options to change how the mechanicals act, including whom they shoot at. Oh, that reminds me. You'll need my passcode to access the behavior control terminal. Here, let me just write it down for you. Schauen wir mal. Okay, in was für einen Raum müssen wir da jetzt da? Mein Süß, hä? Wie sie so seelenlos reinschaut. Kurz einen Blick bitte, das brauche ich mal Karten. Weil jetzt kenne ich mich nämlich gerade nicht aus. Wo müssen wir jetzt hin? Phineas, okay. Ah, da muss jetzt da hergehen. Es ist ein bisschen verwirrend. Warte mal. Da.
Okay, wir haben jetzt drei Ziele. Eins, zwei und drei. Die Waffen kannst du aber ruhig wieder wegstecken, Frieda. Ich bin da nicht bess. Weil Waffen geil sind wir noch nicht. Derzeit brauchen wir sie nur zur Verteidigung. Da müssen wir hin. Ja, aber eigentlich haben wir es eh schon abgeschlachtet. Wieso machen wir es denn dann noch? Nein, ist wurscht. Her damit. Wurscht. Machen wir es, dass wir es gemacht haben, So, da. Verhalten anpassen. Roboter Verwachmodus. Eindringlinge. Neuen Modus wählen. Wachmodus. Neues Ziel wählen. Eindringlinge definieren. Space as Choice, Robotereinheiten als Eindringlinge definieren. Ja, bitte. Okay. Verlassen. Ja, da schaust, ha? Der alte Tati das auch noch geschafft, irgendwie. So, in seinem unerträglichen Geisteszustand. So. Ich glaube, es wird bald wieder geballert. Geballert. Ah, da haben wir schon alles durchgeschaut. Ja. Die Fabrikeiterin. Okay. Naja, Mädel, du hast sie noch gegen deine Eiter tun. Nachtigallschrift, was? Na gut. Haben wir das nächste Terminal? Da waren wir ja schon. Da sind wir komplett wieder am Anfang, warte mal. Geothermie-Kontrollterminal, und was ist da? Adelaide mit McDavid. Ich werde dort einmal zwischenspeichern. Das ist jetzt einmal die beste Idee des Jahres. Weil, wie du siehst, wir haben nämlich jetzt da schön lange nicht mehr gespeichert. Ungefähr eine halbe Stunde. Und wenn ich dann eine halbe Stunde nacharbeiten muss, weil ich nicht gespeichert habe, dann kriege ich einen leichten Blutrausch. So. Einer da. Was willst du spüren von mir? Borstwurst. Is not the worst, Andries. It burst Wurst. Na, bleh. Schade, ein bisschen. Naja. Es würde nicht mal meinen ärgsten Feind zum Fressen geben. Pfui Teufel! Die Adelaide, bitte. Ist mir wurscht. Jetzt schalten wir mal das Geothermal-Dings da ein. Und dann schauen wir weiter. Edgewater. Geothermal Plants. Na gut. K.
Kampfdrohne, die haben wir vorhin zerstört, genau. Da ist nix. Ich schaue jetzt mal nur gerade, was wir da alles haben. Ah. Focusitol-Kapsel. Ich hab keine Ahnung, was das wieder ist. Ich ahne Böses. Strom umleiten. Bitte aktiviere 3 groß. Volle Energie. Auftrag aktualisiert. Bitte aktiviere die 3 Stromkreisschalter. Oh Gott. Adelaide. Umleitungsschalter. Es ist ja ein typisches Rollenspielsyndrom. Wenn du eine Aufgabe hast, lauf jeden Weg 70 Kilometer ab. Ja, ein typisches Rollenspielsyndrom. Syndrom ist das falsche Wort, eher Krankheit. So. Aber es ist nur gut, dass die Karten da in den Spiel nicht so groß ist. Habe ich schon gemerkt. Habe ich schon gemerkt, du geile Nudel, du. So. Da müssen wir hin. Jetzt schauen wir mal, ob das funktioniert hat. Glaube ich nämlich nicht. Oh, der Jeremy. Naja. Mögest du in Frieden ruhen, mein Freund. Und Helfershelfer. Roboterwachposten. Jawohl, Baby. So, bitteschön. Pussy. Was ist da? Die Adelaide? Umleitungsschalter. Ah ja, einer noch, hat sie ja gesagt. Kenny, hoch zu, wenn der was erzählt, dann weißt du wieder nicht. Dann weißt du nur die Hälfte. Here they come. Mädel! Du bist gefeuert! Au! So. Okay, dann drehen wir ihm den Schalter um. Adelaide? Umleitungsschalter, wir müssen da nach oben. Was ist da? Nehmen wir jetzt. Gesichtsmaskencreme. Brauchst, hast Falten? Achso, geht das. Geothermie-Kontrollterminal. Uah! Ja, selber schuld, Depp, du. Die Adelaide. Und da ist das Kontrollterminal. Was ist da? Kontrollterminal. Okay, dann werden wir da jetzt ein bisschen Gas geben. So,
Sonst möge man ja glatt meinen, meiner eins betreibt das Spiel. Wie sagt man? Wie sagt man? Spiel. Spielzeitstreckung. Na, Spread, wie geht's? Ich hoffe, du bist der brav. Steck deine Waffen weg, Frieda, sonst krieg ich da eine Phobie. Richtig, mein Schatz. Richtig, dann kannst du... Sorry, I know you're in a hurry. I know you want your power regulator and all. I just feel like we should go talk to Adelaide. If we're gonna kill her power, least we could do is give her people a fair warning. An das habe ich gar nicht gedacht, siehst. Ah ja, reden wir mal mit Ernen. Oh, well, thanks. I mean, you're welcome. I mean, I appreciate you hearing me out. Wir dran an einen Strom später, um nachdem wir mit Ernen geredet haben. Gut, Ja, mei, man kann es ja probieren. Lass mich. Jetzt lass die Waffen unten. Mac Dietrich, Backpilz, Überbrückungskontakt, Skintuff-Salbe, Bitmodul, kopflos, okay. Die hat den einen Fischer, Helene Fischer-Song, oder ich weiß nicht, wer das gesungen hat, sicher ernst genommen, kopflos durch die Nacht. Ja. Aus, Kenny! Wir werden uns dann eh entscheiden, was wir machen. Ich hoffe, wir können schnell reisen. Ich weiß nur, es soll... kurz einen Blick. So. Aber ich will mich da trotzdem noch mal umschauen. Ja, da haben wir eh schon alles mitgenommen, auseinandergenommen. Genau. Okay. Da war mein Lootfinger wieder schneller. So. Haben die Kleidung? Nö. Kleidung? Nö. Ja, das muss alles gecheckt werden. Das ist alles... Das sind alles überlebenswichtige Dinge. Was? Weißt du, was mit der Helm da oben erinnert, den sie gerade aufhat? An... na, hilf mir. An Dead Space. Siehst du, da könnte meinen ersten Teil auch einmal spielen. Habe ich auch noch daheim irgendwo. Und auch noch nie gespielt. Was? Ich kann da hin nicht schnell reisen? Das ist aber schade. Ach so, ich habe den Ort noch nicht entdeckt. Drum. Okay, dann müssen wir dorthin spazieren. Schade. Naja, es war ein Versuch wert. Lass mich doch. Brauchst du nicht zu schimpfen mit mir.